Inwieweit kann man der Fitnessszene mit Steroiden seinem Erfolg nachhelfen? Hallo Leute und willkommen bei Team Smolik. Mein Name ist Mia Smolik und an meiner Seite KS Freak. Ihr habt euch gewünscht, dass KS Freak und ich ein Sparring zusammen machen, mit einem Battle. Es wird nicht ganz ein Sparring, es wird ein Boxautomaten. Ja, es war eine spontane Aktion, oder? Es war ganz spontan hier, wir sind ja beim ESN und Beyond Stand gewesen. Genau. Ganz kurz, Boxautomat, oder? Also, du bist Jack als ich, oder was? Smolik, ja? Keine Chance, Leute, wird nicht sein. Always stay fresh, I'm the motherfucking champion, man! Okay, Boxautomat ist gerade lahmgelegt. Deswegen haben wir gedacht, wir machen erstmal Arm drücken. Oh, weiß Leute, ihr wisst Bescheid, Arm drücken. Okay. Warte, nicht so kurz ja, erheben. Komm. Jetzt so. Ich mach nur Spaß, Mann. War ein bisschen unfair mit Gewichtsverlagerung, ich weiß, aber Leute, alles cool. Ich kann nicht verlieren hier auf dem Smolik-Kanal. Alles cool. Hier geht's nicht ums Gewinnen, es geht nur ums Verlieren. An alle Girls da draußen, schreibt mir auf Instagram, ciao. Ich verlinke ihn nur. Okay, Leute, Boxautomat war leider ein Fail. Ist hier irgendwie defekt. Armdrücken war auch ein Fail. KS hat ein bisschen beschissen, was meinst du? Ja, Technik war nicht so ganz sauber. Nee, aber alles cool, ist alles nur Fun hier. Hier geht es um keinen Wettbewerb, wir haben einfach nur Spaß hier. Und ich glaube jetzt, wenn wir ein paar Leute verarschen. Ja, das ist was ihr, glaube ich, richtig gut könnt. Kann ich euch ganz kurz was fragen? Doch, du bist der? Ja, ich bin der Christian. Christian, was sagst du zum Steroidmissbrauch in der Fitnessszene? Ja, finde ich nicht gut, aber jeder kann machen, was er will. Muss jeder wissen, was er mit seinem Körper macht. Ne? Was denkst du, viele sagen ja, das ist natural, wie zum Beispiel KS-Freak, aber ist ja eigentlich erwiesen, dass sie was nehmen, so wie sie aussehen. Ihr seid ja Arschlocher. Das seid ihr. Was sagst du dazu? Sollte man ehrlich sein und dazu stehen? Ja, man sollte schon ehrlich sein und dazu stehen, weil wenn man es macht, dann ja, so, man sollte dazu stehen auf jeden Fall. Seit wie vielen Jahren nimmst du jetzt Roids? Noch gar nicht. Okay, ich habe auch nicht vor, welche zu nehmen. Okay. Wegen der Gesundheit eben, ne? Sieht auch so gut aus. Also, danke dir. Machen wir mal eine Challenge. Was willst du Challenge? Spring mal über den Zaun und mach mal Klimmzüge. Über den Zaun springen und Klimmzüge? Ja. Wo Klimmzüge bei dem schwarzen? Ja, in der Stange. Achtung Leute, jetzt wird's spannend. Go, go, go! Wow, wow, wow! 1, 2, 3, 4, 5, 6! Du springst kurz auf die Bühne hoch und wieder runter und rennst weg. Okay. Okay. Warte, warte. Bei Michi muss man immer aufpassen, weil er denkt sich richtig gemeine Sachen auf jeden Fall aus. Okay, ich würde sagen, wir machen jetzt hier zwei Challenges. Wir machen jetzt noch zwei Challenges, dann reicht es hier. Sonst haben wir hier Übercontent auf dem Video. Mit KS Freak und dann noch so eine Scheiße hier. Die Frage ist halt, wen juckt's? Aber eine Sache, die dir extrem leicht fallen wird. Ja. Mach mal ein Selfie mit einem Arsch von einer Tussi. Aber eine geile. Michi, ist das zu langweilig? Okay, dann warte, bis eine Tussi mit ihrem aufgepumpten Freund rumläuft und heb sie hoch und trag sie weg. Ja, okay. Wenn mich hier jemand mit aufgepumpten Freund treffen, aber es kann auch ein normaler Freund sein, oder? Ja, natürlich. Ja, okay. Hey, deine Freundin läuft gerade weg, was sagst du dazu? Die läuft ja nicht. Oh! Aber wir wollten mal zeigen, wie man Frauen klar macht. Hat es funktioniert? Passt perfekt, alles klar, danke dir. Aber ich habe das Gefühl gehabt, dass es sie gar nicht gestört hat. Ja, natürlich. Leute, ihr müsst euch mehr trauen, ja? Nicht frech werden oder unverschämt, aber mehr trauen. Ja, aber man muss dazu sagen, ist auch alles Spaß hier. Natürlich nicht irgendwelche Frauen angraben, nur weil ihr Bock drauf habt. Da muss man natürlich, da hat man keine Grenzen überschreiten. Das muss man klar sagen. Letzte Challenge für Markus.
überleg mir was richtig Geiles. Nein, Alter. Komm, jetzt weiß ich schon was. Okay, du gehst zu Karl S. hin und fragst ihn, hast es nur geschafft, weil du nicht natural bist, oder warum hast du es geschafft? Okay. Okay? Was ist das Geheimnis für das Volk? Da brauche ich aber einen Mike. Ja, ja. Okay, alles klar. Karl S., darf ich dich ganz kurz was fragen für YouTube? Erstmal, ich bin ein riesen Fan von dir. Ich will dich eigentlich nur eine Sache fragen. Was ist das Geheimnis für deinen Erfolg? Also, eins meiner Geheimnisse ist, dass ich mich fokussiere, aber auf verschiedene Dinge. Im Durchschnitt hat jeder Multimillionär 6 Einnahmequellen mindestens. Und für mich heißt Erfolg im Endeffekt, dass man es ganz klar definiert, und zwar auf Ebenen. Und viele Menschen, ich bin ein faules Schwein, ich bin pleite, Daumen aus dem Arsch und Gas geben. 2000 Jahre später. Also, bevor du mir gegenüber Scheiße laberst, draußen Scheiße laberst, zieh den Daumen aus dem Arsch und mach was. Denn wahrscheinlich wirst du im Leben versagen, weil du ein faules Schwein bist, weil du zu verblödet bist und weil du zu faul bist. Hör auf, mit dir so zu reden, wenn ich sag. Inwieweit kann man der Fitnessszene mit Steroiden seinem Erfolg nachhelfen? Thema Shortcut. Sehr stark. Das machen doch ja 80%. Findest du? Okay, du hast mehr Erfahrung in der Szene als ich. Sehr stark. Steroide helfen sehr schnell für den Erfolg im Bodybuilding. Aber das Problem ist, du wirst als Bodybuilder, als Vorzeigefigur, als Influencer, das sind meistens nicht die Leute, die das echte Geld verdienen. Also, Aushängeschild, auf jeden Fall. Die meisten Leute sind dann irgendwie Steroidopfer, sehen zwar krass aus, verdienen aber keine Kohle, können ihre Miete kaum zahlen. So wie ich. Und dann war es natürlich für den Arsch. Vielen Dank, Alex. Ich bin ein bisschen leidenschaftlich. Danke dir. Nee, er hatte aber echt Inhalt, was er hatte inhaltlich wirklich paar Punkte, die gar nicht schlecht waren, oder? Ja, ein bisschen viel geredet. Ich habe eigentlich nur eine kurz knappe Antwort. Was deine Aufgabe überhaupt richtig erfüllt? Ja, ich habe ihn gefragt, Steroide. Aber ich kann das nicht, wenn jemand so richtig nett ist, kann ich so kein Assi sein. Ich weiß, okay. Ich schneide aber jetzt nicht alles rein, was er gesagt hat. Nein, mach so. Fast froh. Geht ja. Und wenn ihr Bock habt auf weitere Challenges, mir macht das unheimlich viel Spaß. Ihr merkt, wir haben da keine Angst vor irgendwas. Unsere Hemmschwelle ist ziemlich gering. Okay, Leute, wenn ihr wissen wollt, warum KS heute so stark war, der hat sich Crank eingeschmissen. Du weißt Bescheid, oder? Doping ist nicht erlaubt. Nee, aber KS hat mir gerade verraten, dass Kraft nicht viel zu bedeuten hat bei Armdrücken, sondern Technik. Technik. Genauso wie im Kampfsport würde ich sagen, dass auch Technik meistens überwiegt, oder? Ja. Also, ich laufe mir vorbei. Also, Riesenrespekt an KS. Ihr unterschätzt ihn, der hat es wirklich drauf. Aber wer eine Revanche sehen will, Armdrücken oder Sparring, kommentiert es in den Kommentaren. Daumen nach oben, Leute. Lasst alle ein Like da, wenn ihr eine Revanche sehen wollt. Haut rein, wir sind hier auf dem World Fitness Day. Das war KS Freak, Michael Smolik. Stay tuned.